Hallo, liebe Deutschlernende, ihr seid toll. Ja, du bist toll. Manchmal bekomme ich Kommentare von Leuten, die mir sagen: Hey Marco, du bist toll, super Video. Ja, das freut mich jedes Mal. Ja, ich lebe davon. Ja, es freut mich jedes Mal, wenn ich einen positiven Kommentar bekomme. Ich möchte, dass du weißt, dass du auch toll bist. Ja? Du bist genauso toll wie ich, meiner Meinung nach. Okay? Ich bin nur ein Typ mit einer Kamera. Ja, das ist der einzige Unterschied, denke ich. Ja? Ich bin ein Mensch wie du. Ich mache auch viele Fehler. Ich versuche, über diese Fehler zu sprechen. Ich versuche immer offen zu sein, was meine Fehler betrifft. Oft scheint es vielleicht so, als würde ich kaum Fehler machen, weil du nur die Aufnahmen siehst, die relativ fehlerfrei sind. Aber ich mache auch viele Fehler, ja? Und ich mache auch manchmal bestimmte Dinge falsch, ja? Und deswegen bin ich nicht anders. Und der einzige Unterschied meiner Meinung nach ist, dass ich mich filme und diese Videos online stelle. Ja? Und ich dadurch mehr Menschen erreiche. Ja? Und du kannst es übrigens auch. Ja? Es hat mich am Anfang sehr viel Überwindung gekostet. Ja? Also das ist vielleicht das Einzige, ja, dass ich den Mut hatte zu sagen, okay, ich stelle das jetzt einfach online. Aber ich musste sagen, es wird jedes Mal einfacher. Ja? Ich mache dies nun schon seit 2 Jahren und es wird immer und immer einfacher. Ja? Jetzt mache ich ein Video pro Tag, eigentlich 2 Videos pro Tag, ja? Eins für YouTube, eins für Instagram. Und es wird jedes Mal einfacher. Ja? Ich brauche jetzt eigentlich keine Überwindung mehr, ein Video aufzunehmen. Und das ist der einzige Unterschied. Ja, ich nutze dieses Medium, um viele Leute zu erreichen. Und dann gibt es natürlich Leute, die schauen. Und ja, es macht Klick. Ja? Es besteht vielleicht eine bestimmte Chemie zwischen uns. Ja? Es gibt manche Leute, die sehen Videos von mir und die denken, okay, ja, gut. Und dann gibt es manche Leute, die denken vielleicht so ähnlich wie ich, ja, vielleicht denkst du ähnlich wie ich, ja, oder ich rede über bestimmte Dinge, die dir noch nicht aufgefallen sind, ja, aber die ich auch nur von anderen gelernt habe und dann denkst du, wow, toll, der Marco ist echt super, ja, und das freut mich zu hören, aber du bist auch super, ja, du weißt bestimmt viele Dinge, die ich nicht weiß, ja, wenn ich deine YouTube-Videos schauen würde, ja, wenn du YouTube-Videos machen würdest, dann wäre ich vielleicht auch sehr beeindruckt von dem, was du weißt. Okay? Und ich denke, so soll es sein. Ja, ich bin hier, um andere Leute zu inspirieren. Ich bin hier, um dir Deutsch beizubringen durch die authentische Methode, durch die natürliche Methode und dich gleichzeitig zu inspirieren. Ja, das ist mein Job. Und ja, und ich hoffe, dass mir das die meiste Zeit gelingt. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schätze das sehr, dass du diese Videos schaust und schätze das, dass wir in diesem Dialog sind. Gerade wenn du einer der Leute bist, die ab und zu mal einen Kommentar hinterlassen. Ja, das schätze ich sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann dich inspirieren. Vielleicht habe ich dich auch inspirieren können, mit diesem Video selber ein paar Videos online zu stellen. Ja, ich bin gespannt. Und ja, wir sehen uns morgen. Tschüss.